Bei Wer wird Millionär gab es mal wieder einen etwas peinlichen Auftritt mit wirklich ziemlich schrägen Antworten. Aber das wäre ja eigentlich ein bisschen zu einfach für 16.000 Euro, wenn es einfach LKWs wäre. Also bei PKW ist es PKWs. Es könnte ja jetzt doch irgendwie LKW sein. Und so richtig verstanden hat der Kandidat die Sendung, glaube ich, auch nicht. Drei oder vier? Ich hab drei Schwestern und das ist schön, das ist gut. Mein Vater. Das meinte ich nicht. Ich meinte, ob Sie drei oder vier Joker haben. Das ist jetzt ein Zufall, dass Sie drei Schwestern haben. Ja, gut. Ich nehme die Sicherheitsvariante mit 16.000 Euro. Ach, auch? Ja. Das alles. Und wie gesagt, noch einiges mehr gibt's endlich mal wieder in einer Highlight-Folge einer wundervollen Wer wird Millionär-Ausgabe. Und ich werde es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex, großer Wer wird Millionär-Fan der ersten Stunde. Und falls du übrigens die Folgen in voller Länge sehen willst, so kannst du zumindest immer die aktuellste auf RTL Plus gucken. Und das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal mit unserem Kandidaten durch. Der heißt Alexander Wilhelm. Und den Rest erklärt uns Günther Jauch. So, Herr Wilhelm, 25 Jahre alt sind Sie. Sie kommen aus Dresden. Da sind Sie ledig und Single und fahren keine Harley. Nee, ich fahre kein Motorrad, nee. Nein. Möchten auch keine Frau mit Motorrad kennenlernen. Nee, da hätte ich jetzt nichts dagegen, aber wäre bestimmt ganz lustig so. Ja, wir könnten den Prozess sonst abkürzen. Ja. Ja. Wäre auch mal was Neues, wenn ein Kandidat zwar 0 Euro gewinnt, aber dafür die Frau seines Lebens. Naja, dazu kommt es dann erstmal nicht. Und es sollte noch mal ein bisschen darum gehen, was Alexander Wilhelm eigentlich so beruflich macht. Ich finde, da kann man dann ja auch manchmal schon so ein bisschen abschätzen, wie es um die Allgemeinbildung stehen könnte. Und das müsste bei ihm dann eigentlich ganz gut aussehen. Ich studiere bildende Kunst. Ja. Also ich mal Bilder und versuche irgendwie so, weiß nicht, irgendwie ein bisschen was zu bauen, was irgendwie ganz ansehnlich aussieht. Und ja, und im besten Fall, wenn ich dann irgendwann mit dem Studium fertig bin, dann bin ich Künstler. Ja. Ehrlich gesagt stellt er das gerade selber so ein bisschen so dar, als müsste man da gar nicht so viel für können, oder? Aber wenn man so möchte, hat er dann tatsächlich ein bisschen was von seiner Kunst mitgebracht. Und das ist aus meiner Sicht auch das Beste, was er an diesem Abend geleistet hat. Haben Sie Ihr Hemd selbst gebatikt? Das habe ich selber gemacht, ja. Wirklich? Genau, ja. So sieht's aus, also ich meine nicht positiv. Ja, nein, ne, wirklich. Ja. Gut. Toll. Magst du das? Also ich finde es eigentlich ganz hübsch. Nun muss man ja allerdings sagen, von einem künftigen Künstler sollte man dann ja auch erwarten, dass er damit Geld verdient. Das scheitert dann aber, sagen wir mal, an bestimmten betriebswirtschaftlichen Grundgedanken. Ja, und nee, das ist so, ich weiß nicht, also man macht das so und ich weiß nicht, irgendwann ist man dann in einer Position, wo man dann die Dinge, die man selber macht, dann auch irgendwie teuer verkaufen muss. Ja, haben Sie mal ein Geschäft draus gemacht? Ich habe mal ein bisschen versucht, das zu verkaufen, so in die Richtung, also bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich so Secondhand-T-Shirts, die habe ich alle so umgefärbt und irgendwie gedruckt. Aber dann, weiß nicht, dann bestellt man das alles irgendwie für 25 Euro, verkauft das für 25 Euro. Okay, an der Stelle schon mal ein richtig guter Tipp. Wenn du das für 25 Euro einkaufst, dann solltest du es wahrscheinlich heutzutage für 250 verkaufen. Und erschreckenderweise kommt man ja damit durch. Sein Professor hat ihm übrigens an der Hochschule, an der er studiert, was das angeht, auch einen interessanten Tipp gegeben. Und das erklärt, glaube ich, manchmal, warum Kunst so teuer ist, oder? Unser Professor sagt nach dem Studium, mindestens 10.000 Euro, egal was du machst, egal ob du ein Bild hast, wo du nur so einen Farbklecks drauf hast. Wenn du nicht 10.000 Euro machst, dann kommst du nicht höher. Und wie, man soll, wenn man von ihrer Kunsthochschule runterkommt, soll man, kein Werk soll weniger als 10.000 Euro kosten. Nee. Ich weiß nicht. Deswegen sind die meisten Künstler nach der Kunsthochschule dann wahrscheinlich auch Taxifahrer. Denn damit verdient man, glaube ich, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Geld, realistischerweise. Na gut, aber dann sollte es natürlich eigentlich mal langsam mit den Fragen losgehen. Vorher müssen wir aber noch klären, wie viele Joker will er. Und da merkt man, ich glaube, so oft hat er die Sendung jetzt noch nicht gesehen. Drei oder vier? Ich hab drei Schwestern und das ist,
Das ist schön, das ist gut. Mein Vater. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte, ob Sie drei oder vier Joker haben. Das ist jetzt ein Zufall, dass Sie drei Schwestern haben. Ja, gut. Ich nehme die Sicherheitsvariante mit 16.000 Euro. Ach, auch? Ja. Alles klar. So, Alexander Wilhelms Ehrenrettung, muss man dann sagen, dass er sowohl die 50 wie auch die 100-Euro-Frage sogar ohne Joker geschafft hat. Ja, in Bezug auf das, was er gleich leistet, sage ich das lieber nochmal dazu. Dann wird es aber schwierig bei 200 Euro. Wenn Laola einfach nicht enden will, handelt es sich sozusagen um eine Glatze, Föhnfrisur, Schmalztolle oder Dauerwelle. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Laola. Okay, und ich weiß jetzt schon, viele von euch werden wieder sowas in die Kommentare schreiben wie, nee, also ich weiß auch nicht, was Laola ist. Aber ich würde mal behaupten, doch, das ist wirklich eine typische 200-Euro-Frage und das sollte man auch wissen. Aber Alexander Wilhelm stand nicht nur auf dem Schlauch, der war wirklich komplett ahnungslos. Ich weiß gar nicht, was Laola ist. Wenn Sie jetzt den Publikumsjoker nehmen, wird das die zweite 100%-Antwort dieses Abends. Laola. Das weiß ja sogar Ihre kleine Schwester, oder? Dass das sogar die kleine Schwester weiß, war jetzt irgendwie auch eine Beleidigung für die Schwester, ehrlich gesagt, oder? Aber immerhin, und da hat Alexander Wilhelm natürlich Glück, Günther Jauch war, glaube ich, in einer ganz guten Laune. Und man weiß ja schon, wenn er einen Kandidaten mag, dann hilft er. Und in diesem Falle hat er so viel geholfen, da muss man tatsächlich von einem Extra-Joker reden. Ich gebe heute einen Gratis-Joker aus. Und zwar werde ich das Publikum bitten, Ihnen die richtige Antwort, ich habe vor der Sendung alle gewarnt, niemand darf vorsagen. Die werden es nicht vorsagen, aber sie werden es vormachen. Ich habe gerade überlegt, ob es das eigentlich schon mal gab, dass das Publikum die Antwort quasi vormachen sollte. Ich glaube nicht. Und Günther Jauch wollte dann auch, dass das Ganze passend untermalt wird. Aber da hatte ich kurz das Gefühl, dass er auch nicht so richtig weiß, was eine Laola eigentlich ist. Habt ihr irgendeine Buster Musik? Das haben sie natürlich jetzt nicht. Es muss ohne Musik gehen. Es muss ohne. Würde man da nicht eigentlich auch eher klatschen, anstatt eine Laola zu machen? Also ich war ein bisschen verwirrt. Das Publikum im Studio allerdings glücklicherweise nicht. Die haben wie immer alles brav mitgemacht. Wobei man mittlerweile auch sagen muss, das muss man. Ansonsten wird man von Günther ja auch manchmal ganz schön vorgeführt. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Oh, jetzt dürfen sie sich umdrehen. Oh. Okay, jetzt ist natürlich nur die Frage, hat der Kandidat das jetzt auch trotzdem verstanden oder braucht er tatsächlich noch einen Joker, also einen richtigen für 200 Euro? Gut, das ist die Dauerwelle. Wer hätte das gedacht? Billiger ist hier noch nie jemand an 200 Euro gekommen. Falls du jetzt aber denken solltest, naja, das war doch jetzt gar nicht so schlimm und wenn er den Rest schafft, ist es doch eigentlich noch gut. Ja, wenn er den Rest schaffen würde. Danach war er nämlich eine Weile lang wieder ganz gut unterwegs, bis 2000 Euro. Und auch da würde ich mal behaupten, das kann man wissen. Was gibt es seit 2017 ganz regulär in New York, kostet aber mehr als 30 Dollar? Meuterei auf der Bounty, Mord im Orient Express, Schiffbruch mit Tiger oder Frühstück bei Tiffany. Okay, und hier muss ich sagen, ich glaube schon, dass man wissen kann, dass damit Breakfast at Tiffany's gemeint ist. Das kann man da jetzt nämlich tatsächlich und das hat natürlich was mit dem Film zu tun. Toller Film übrigens. Alexander Wilhelm war allerdings erstmal auf einer komplett falschen Spur. Ich denke, das zielt jetzt auf Broadway-Shows ab hier. Und es gibt natürlich hier, als Film gibt es ja auf jeden Fall, also Mord im Orient Express, Frühstück bei Tiffany's, das kennt man ja alles. Auch Schiffbruch mit Tiger, das ist ja, im Deutschen haben ja Filme manchmal auch englische Titel. Bei uns heißt der Life of Pi. Mhm. Okay, also ja, das mag durchaus sein, aber ich finde, er denkt da nicht nur falsch, er denkt vor allen Dingen auch irgendwie ganz doll kompliziert. Aber okay, noch hat er ja alle Joker, weil er musste ja eben keinen echten ausgeben. Also sollte er das jetzt möglichst tun, oder? Und ich würde jetzt vom Bauchgefühl her C sagen, dass es Schiffbruch mit Tiger ist. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ja.
Meuterei auf der Bounty habe ich noch nicht gehört. Mord im Orient Express, naja, weiß ich jetzt nicht. Also Krimi-Dinner kann man überall spielen, wahrscheinlich auch in New York für mehr als 30 Dollar. Auch hier muss man sagen, war Günther ja auch wieder in sehr, sehr lieber Verfassung, weil er hat so ein kleines bisschen geholfen und zum Glück hat der Kandidat es dann auch ein kleines bisschen selber gemerkt, denn eigentlich beinhaltet die Frage, wenn man so möchte, ja noch einen Hinweis, denn nur eine von diesen Sachen kann man üblicherweise kaufen und sie könnte mehr als 30 Euro kosten, oder? Oder Dollar? Na, ein Frühstück, oder? Also das andere kann ich ja nicht kaufen. Ich kann ja keinen Mord kaufen, ich kann ja keine Meuterei und kein Schiffbruch kaufen. Es geht ja jetzt nicht um Broadway, oder? Nehme ich das Frühstück. Und der illegale Raubtierhandel? Ich nehme Frühstück bei Tiffany und hoffe, dass es nicht falsch ist. Ja. Natürlich ist das dann glücklicherweise richtig und der Kandidat hat immer noch alle Joker. Eigentlich ein bisschen unverdient, theoretisch hätte er schon zwei verlieren müssen und bei anderen wäre das wahrscheinlich bei Günther ja auch so passiert, insbesondere bei jungen Frauen, die hast du in letzter Zeit, aber ist ja eigentlich auch egal. Danach haben wir den Kandidaten dann noch ein kleines bisschen besser kennengelernt, beziehungsweise seine Katze, die hat wohl ein kleines Aggressionsproblem. Aggro? Ja, Aggro, mitunter auch als Psycho betitelt, ja. Eine Psychokatze also. Naja, und eine Psychokatze muss logischerweise in Therapie. Und das klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen komisch, in diesem Falle stimmt das allerdings tatsächlich. Und ich frage mich ein bisschen, ob es eigentlich mittlerweile für wirklich alles auf diesem Planeten einen Job gibt. Und Katzen sind dann manchmal so, du streichelst mich jetzt gerade, aber ich hasse dich jetzt. Ja. Und jetzt möchte ich alles... Das ist ja auch unter Menschen manchmal ja, so. Das ist auch unter Menschen manchmal so. Und Menschen schickt man dann zum Psychologen und anscheinend kann man das aber auch bei Tieren. Ach. Denn uns wurde empfohlen, unsere Katze mal zu einem Katzenpsychologen. Nee. Der Psychologe wurde dann übrigens nicht zu Rate gezogen, dafür allerdings Günther Jauch und das Publikum, denn wir alle haben die Katze mal zu sehen bekommen und da sah sie zwar eigentlich sehr glücklich aus, aber Günther hatte trotzdem direkt eine Idee, woran es liegen könnte. Vielleicht ist sie unglücklich wegen dieses chronischen Obdachlosenasyls, das sie ihr da gezimmert haben. Ja. Übrigens habe ich mich dann auch gefragt, ob Katzenpsychologe eigentlich wirklich sowas wie eine richtige Jobbezeichnung ist. Also, keine Ahnung, beispielsweise irgendwie ein Tierarzt, der eine Sonderausbildung gemacht hat. Das ist es allerdings nicht. Und auch du kannst Katzenpsychologe werden. Ist sogar, wenn man so möchte, ziemlich günstig. Im Netz wird angeboten, ein Fernkurs Katzenpsychologie ab 75 Euro pro Monat, also die Ausbildungskosten. Ja. Weiß nicht, ob man das uneingeschränkt empfehlen kann, diesen Kurs. Also ich glaube, wenn es irgendwann mit YouTube nicht mehr klappt, weiß ich jetzt, was ich auf jeden Fall danach machen werde. Na gut, die 4.000 Euro waren dann zum Glück wieder kein Problem und dann ging es an die 8.000 Euro. Und das ist dann zugegebenermaßen die erste Frage, bei der man vielleicht, wenn man jetzt keine Ahnung hat, das nicht unbedingt wissen muss. Aber auch da würde ich sagen, man kann sich es halt wieder herleiten, oder? In welchem Land feierte man 2023 die prunkvolle Hochzeit von Kronprinz Hussein und der Architektin Rajwa Al-Saif? War das in Pakistan, Jordanien, Äthiopien oder Algerien? Okay, und ich würde sagen, das ist jetzt so eine typische Klatschfrage und die muss man vielleicht wirklich nicht unbedingt wissen. Aber man könnte ja eventuell aus den Namen ableiten, welches Land am wahrscheinlichsten ist und cool, der Kandidat hat auch genau das gemacht. Es ist ja doch ein eher arabisch klingender Name, Kronprinz Hussein. Und daher würde ich das Ganze natürlich eher dem doch arabischeren Sprachraum zuordnen. Sehr gut eingeengt. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel das Publikum fragen. Ich glaube, das ist so eine typische Publikumsfrage. Der Kandidat war da genau anderer Meinung. Das Publikum zu fragen bringt, glaube ich, nichts. Es wird nichts mehr. Sie kennen die russische Variante von Wer wird Millionär? Die russische Variante von Wer wird Millionär? Ah ja, tatsächlich, das ist ganz interessant. Wenn du möchtest, kannst du mal danach googeln. Es gibt auch dazu ein paar Clips hier auf YouTube. Aber es wurde dann nochmal erklärt. Und ja, in Russland passiert das wohl wirklich häufiger mal. Das ist dann, dass man absichtlich die falsche Antwort gibt. Im Publikum. Ja, richtig. Ja? Richtig.
Wenn die Russen sagen, der hat uns jetzt genug beleidigt hier, der Kandidat, dann geben die mit Absicht eine falsche Antwort, damit der aus der Sendung rausfliegt. Also, hat es natürlich hier noch nie gegeben, aber einmal ist immer das erste Mal. Unglückseligerweise für den Kandidaten war es dann so, dass er erst noch den 50-50-Joker genommen hat. Der hat ihn aber auch nicht wirklich weitergebracht, weil es waren Pakistan und Jordanien übrig. Wobei er doch eigentlich eben schon richtig arabischstämmig gesagt hat und dementsprechend hätte er einfach Jordanien nehmen sollen. Aber jedenfalls musste er doch noch das Publikum befragen. Machen die es jetzt russisch oder nicht? 20-80. 20 für Pakistan, 80 für Jordanien. Gut, dann vertraue ich unserem Publikum und hoffe, dass nicht die russische Variante gespielt wird. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Yay, 8000 Euro. Wenn auch ein kleines bisschen unverdient, wie ich finde. Was jetzt übrigens nicht unverdient wäre, ist, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Dann weiß ich nämlich, dass ich in nächster Zeit noch mehr Wer wird Millionär-Videos machen soll. Ich bin nämlich tatsächlich am Überlegen, ob ich die vielleicht eine Weile lang mal wöchentlich bringe. Weiß ich noch nicht genau. Du würdest mich auf jeden Fall bei der Entscheidung unterstützen. Und wir gucken mal weiter, was die nächste Frage so bringt. Denn obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass er das nicht verdient hat mit so vielen Jokern, er hat ja noch einen und er ist bei 16.000 Euro. Der Duden erlaubt neben der Schreibweise 2 LKW auch die Pluralform 2 LKWen, LKWs, LKWen oder LKWs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist wirklich keine schwere Frage und sie hat mich auch ein bisschen als ehemaliger Deutschlehrer beleidigt. Und zum Glück, muss ich sagen, hat der Kandidat das genauso gesehen und hat damit meinen Glauben in die Menschheit ein bisschen wiederhergestellt. LKW heißt Lastkraftwagen und man sagt ja auch, guck mal da, die PKWs, die stehen aber scheiße oder doof. Ja. Dann kann man ja auch bestimmt sagen, guck mal da die zwei LKWs, wie doof die dort stehen. Jetzt als Beispielsatz. Perfekt, gut erklärt, vernünftiges Beispiel. Ich habe absolut nichts zu meckern. Ja, nur dann hat der Kandidat angefangen, immer weiter über die Frage nachzudenken. Und manchmal, und natürlich hat das auch was mit der Aufregung zu tun, das ist mir schon klar, kann man sich dann wirklich in Probleme denken, die man eigentlich gar nicht haben müsste. Aber das wäre ja eigentlich ein bisschen zu einfach für 16.000 Euro, wenn es einfach LKWs wäre. Also bei PKW ist es PKWs. Es könnte ja jetzt doch irgendwie LKWen sein. Lastkraftwagen. Oh Gott, und er hat mir an der Stelle wirklich ein bisschen leid getan, weil ich fand, dann wurde es ein bisschen peinlich und auf Twitter haben sich zu diesem Zeitpunkt auch, sagen wir mal, die negativen Kommentare doch schon ein kleines bisschen gehäuft. Und dann hat er sich am Ende aber doch dazu entschieden, jemanden anzurufen. Aber dann war er sich auch nicht so sicher, wie er denn diese Frage stellen möchte. LKW, scheiße, wie fragt man sowas denn? Also, Entschuldigung, also... Wie kann ich denn am Telefon den Unterschied? Ich würde es folgendermaßen machen. Ich würde sagen, welche? Ja, das ist ja unglaublich. Einmal mache ich mir auch mal Gedanken, zögere eine halbe Sekunde, da wird man hier. Soll ich das Publikum räumen lassen? Nein, das Publikum durfte dann bleiben. Und tatsächlich hat Alexander Wilhelm dann auch am Telefon die Frage gestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass er sich vorher so viele Gedanken gemacht hat, hat er sie dann doch ein bisschen durcheinander gefragt. Hallo Dirk, Plural im Duden für LKW. Auch LKWen oder LKWs? Gibt es, laut Duden gibt es noch einen anderen Plural für LKW. Ist das LKWs oder LKWen? LKWs. Und kann man das mit ES schreiben oder mit S? Nee, meines Erachtens nur mit S. Ja, okay. Das war doch jetzt wirklich mal ein richtig guter Telefonjoker. Und man darf ja nicht vergessen, er hat die Sicherheitsvariante gewählt. Das heißt, die 16.000 Euro Frage ist ja für ihn auch mega wichtig. Dann sollte er das doch jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit auch so beantworten. Oder er versucht sich noch wieder halb rauszuquatschen. Aber das ist bestimmt so eine tricky Frage, die eigentlich gar nicht... die wahrscheinlich schwerer ist, als ich jetzt denke, dass sie ist. Und ich
will jetzt aber nicht hier mit 8.000 Euro aus der Show gehen. Ich will eigentlich aber auch nicht mit 500 Euro gehen. Deswegen werde ich aber zocken müssen. Inwiefern das auch zocken ist. Also, ich habe ja schon Joker verballert. Dann nehme ich LKWs, B. B, die LKWs. Das ist dann natürlich richtig. Aber eine Frage habe ich noch für euch, nämlich die 32.000 Euro Frage. Und bei der muss ich sagen, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht so einfach. Muss man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt wissen. Aber auch hier hat der Kandidat noch ganz andere Probleme gehabt. Welcher Verein trauerte am 30. November 2023 auf seiner Homepage um sein Ehrenmitglied Henry Kissinger? Union Berlin, Greuther Fürth, TSG Hoffenheim oder der KFC Uerdingen? Okay, und hier muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich glaube, diese Frage muss man nicht unbedingt kennen, aber wen man kennen sollte, das ist Henry Kissinger. Der ist einfach einer der absolut bedeutendsten US-amerikanischen Außenminister aller Zeiten. Und der hat zu Deutschland auch noch eine besondere Beziehung, deswegen kennt man ihn hierzulande, glaube ich, erst recht. Aber im Studium der bildenden Kunst braucht man das wohl eher nicht. Ja, Henry Kissinger. Ja, ah. Kennen Sie den? Nee. Nee. Ehrenmitglied, ach so. Wenn der Ehrenmitglied ist, dann ist er ja kein ehemaliger, also kann ein ehemaliger Spieler sein. Aber, ja. Sie meinen, der Vorgänger von Harry Kane oder wie? Uiuiui. Ui. Und dann wurde es wirklich ein bisschen unangenehm und Twitter ist so langsam explodiert. Und ja, dadurch bin ich dann auch tatsächlich auf diesen Kandidaten aufmerksam geworden. Witzigerweise hätte ich es aber genauso gemacht wie er, denn er war ja sowieso in der Sicherheitsvariante und hat jetzt sozusagen raten können. Und ich hätte es auch nicht gewusst und hätte wahrscheinlich auch irgendwie gedacht, naja, vielleicht Union Berlin, weil Berlin und Washington und Achse und Außenminister, dass man sich das vielleicht irgendwo herleitet. Das war auf jeden Fall sein Tipp. Henry Kissinger ist 1923 in einer deutschen Stadt geboren worden, war glühender Anhänger der Kleeblätter, so nannte sich damals der Verein, und das war tatsächlich die Spielvereinigung Fürth, die heute Greuther Fürth ist. Und Kissinger hat immer noch gut Deutsch gesprochen danach. Sehr schön. Da hat man auf jeden Fall, wie ich finde, sogar vielleicht noch eine Kleinigkeit gelernt. Jetzt bleibt natürlich nur noch eine Frage. Was macht unser toller Kandidat denn jetzt mit den 16.000, die er durch die Sicherheitsvariante ja trotzdem gewonnen hat? Und eigentlich ist sein Wunsch sehr bescheiden. Also ich habe zum Beispiel einen riesigen Haufen Klamotten, die ich alle irgendwie in Plastiktüten in meinem Flur lager, weil ich halt irgendwie, mein Kleiderschrank ist voll. Und entweder muss ich die alle verkaufen oder ich besorge mir noch einen zweiten Kleiderschrank. Also wenn er jetzt von 16.000 Euro seine Klamotten im Flur verkaufen will, dann hat er, glaube ich, endgültig nicht verstanden, was in dieser Sendung gerade passiert ist. Aber es gab dann trotzdem noch ein Bild von seinem Flur. Und ja, da sollte man mal einen Kleiderschrank hinstellen. Das ist wirklich, da sind Sie nicht auf Reisen, sondern so steht das bei Ihnen, ja, oder? Ich habe da sogar noch 2-3 Tüten zur Seite gestellt. Also, das sieht irgendwie ein bisschen schön aus fürs Foto, aber ja. Ja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit diesem Video. Sollte in nächster Zeit mal wieder ein spannender Kandidat oder eine coole Kandidatin da sein, dann werde ich sie hoffentlich auf meinem Kanal auch zeigen. Wie gesagt, wenn du das grundsätzlich möchtest, lass auf jeden Fall ein Abo da und auch einen Daumen nach oben für das Video wäre mega cool. Dann machen wir uns nichts vor. Streng genommen musst du das sowieso wieder tun. Denn sonst kriegt bald ein LKW Babys und liegt dann in den LKWen. Okay, der war wirklich schlecht.